So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, immer noch in der dunklen Küche, immer noch zum Fenster ausgerichtet, denn das ist ein Zweiteiler von Gangsterella, Babo, Pizza, haftig, lecker. Wir haben euch beim letzten Mal, die ist eigentlich gerade im Ofen, aber in der Zeit, wo die im Ofen ist, nehme ich einfach das andere Video noch auf. Wir haben euch beim letzten Mal diese Haftbefehl-Pizza gezeigt, erst gab es die Capital Bra Pizza, jetzt also diese Haftbefehl-Pizza, Babo, haftig, Babo Pizza, haftig, lecker. Das war die Rindersalami mit Käsemix und Käsesoße, eingebackener Tomatensoße. Die haben wir im letzten Video getestet. Mit Comic hinten drauf. Das ergibt keinen Sinn. Und dieses Mal dreht sich alles natürlich um die gelbe Variante. Das heißt, das ist also Gangsterella, Babo Pizza, haftig, lecker, wieder mit Kraftbefehl hier in der Ecke drin, wieder mit Comic hinten drauf, diesmal ein anderer Comic und das ist eine Chicken Hollandaise mit Spinat und Gouda und eingebackener Tomatensoße. Nummer 2, die Pizzen sind also durchnummeriert, seht hier oben die Sorte draufstehen, hab wieder diesen typischen Rand, den die Gangsterella Pizzen an sich haben. Ich lese euch wieder vor, was hier steht auf dem Comic. Währenddessen abseits von Offenbach. Pau, Pam, Poff, Wosch. Mehl, Hollandaise, aber irgendetwas fehlt. Boah, bös lecker. Also, ich habe keine Ahnung. Hier oben ist noch eine Handybotschaft. Bing, heute. Baba Haft, deine Spezialanfertigung ist frisch foliert. So, das ist jetzt so richtig Breaking Bad mäßig. Ich stehe also hier in der, ich stehe hier in meinem Mobil, ja. Ich mache jetzt hier also statt Crystal Meth im Walter White Look Pizza. Und das ist im Prinzip schon die ganze Geschichte. Das habe ich bei dem anderen gar nicht so gezeigt, dass die also hier im Studio rumhängen und sich sagen, yo, wir sind alle im Studio, wir wollen jetzt hier irgendwas machen, okay. Bam, bam, wir machen Pizza, Digga, fett, krass, cool. Also das ist schon schön, wenn ihr euch das nehmt und irgendwo hinstellt, an die Wand hängt, wie auch immer, das sammelt. Wer weiß, wenn es noch andere Sorten gibt, gibt es bestimmt auch noch andere Comics. Die Geschichten gehen weiter. Die Geschichten haben gar nichts miteinander zu tun. Egal. Bei uns geht also heute alles hier um diese Chicken Hollandaise Pizza. Die machen wir jetzt auch mal auf. Gucken mal rein, wie die ausschaut. Ich bin mal gespannt. Die Capital Bra Pizzen fand ich ja alle eigentlich richtig gut. Oh mein Gott, was ist das denn? Das sieht aus wie eine Gemüsepizza. Mit ganz viel Spinat drauf. Ich meine, hier steht ja mit Spinat und Gouda. Ich dachte jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass die so aussieht. Guckt, wie die aussieht. Die sieht so aus. Wie sie wirklich aussieht, das erfahren wir gleich, wenn wir hier die Folie abmachen. Die sieht auf jeden Fall aus wie Grillgemüse. Aber ist doch mit Chicken. Und das Chicken ist irgendwie schön, sieht irgendwie so feurig aus. Schön, schön rot, schön, schön prächtig. Richtig Babo-mäßiges Chicken. Das ist also jetzt die Chicken Pizza. Guckt euch die an. Sieht die nicht gut aus? Leg mal nochmal hier ab. Zeig mal nochmal so. Ja, hau mal auch gleich in den Ofen. Aber dafür muss die andere erst raus. Dann muss ich erstmal die erste essen. Und dann jetzt die zweite und bin gespannt, wie es schmeckt. So, und da sind wir auch zurück mit der Pizza. So sieht die jetzt aus. Moment. Die Chicken Hollandaise Spinat Gouda. Eingebackene Tomatensoße. Die sieht auf jeden Fall sehr bunt aus, muss man schon sagen. Wenn ich jetzt direkt so hingucke, hätte ich erst gedacht, das sind Möhren. Lauter Möhrenstücke. Das soll aber Hähnchen sein. Chicken Hollandaise. Wir können es auch nochmal hier auf den Tisch stellen. Das ist die Verpackung. Das ist die Pizza. Das sieht gut aus. Der Käse sehr hell. Hollandaise mit dabei reingemacht. Schmeckt man sicherlich mega raus. Und hier habt ihr das Hähnchenfleisch. So, da bin ich mal gespannt. Ich denke immer noch, die Salami wird mir wahrscheinlich mein Favorit sein. Die ist bestimmt unscheinbar. Aber ich lasse mich trotzdem überraschen. Erst auch den Test machen. Mit hinten reinbeißen in den Rand. Hört ihr das? Jetzt hört ihr die Sirenen gehen los, ja. Rand wie beim anderen, nur gefühlt habe ich gerade viel mehr Rand gehabt, als die andere Rand hatte. Also irgendwie ist hier das Randstück ein bisschen dicker. Kann Zufall sein oder allgemein hat die einen dickeren Rand als die andere.
Unten läuft jemand vorbei mit einer Mappe. Nee, ich kauf nix. Jetzt beißen wir mal hier vorne rein. Heiß. Also die ist so heiß, dass sowieso wenig Geschmack da ist. Ich finde immer, wenn das alles ein bisschen abgekühlter ist, kommt der Geschmack einfach viel mehr durch. Vom Hähnchen habe ich jetzt überhaupt noch gar nichts geschmeckt. Ich schmecke aber den Spinat, glaube ich. Ich finde, der Spinat und irgendwas Würziges trotzdem ist da. Das kann immer noch die Kombination aus der Hollandaise mit der Tomatensauce sein, dass das auf jeden Fall einen guten Geschmack macht. Das schmeckt bis jetzt aber auch wie Pizza-Grillgemüse oder irgendeine Gemüsepizza, irgendwie was Vegetarisches. Und auch wenn jetzt kein deftiges Fleisch drauf ist, hat die trotzdem einen angenehmen Geschmack. Ich brauche aber mal hier ein anderes Stück, damit ich noch mal mehr mich hier mit dem Hähnchen befasse. Ah! Käse! Insgesamt hat die Pizza übrigens auch mehr Gramm als die andere. Die Rindersalami ist bei 402 Gramm und die hier bei 457, also 450 Gramm für eine Pizza. Das klingt auf jeden Fall ordentlich. Ist auch ordentlich was drauf. Das Hähnchen merkst du trotzdem so gut wie gar nichts. Könnte auch ein bisschen Tofu sein, was da drauf ist. Kannst du also einen Vegetarier andrehen, wenn der es nicht weiß. Der weiß es danach immer noch nicht. Der würde das beim Essen wohl gar nicht merken. Hat trotzdem einen würzigen Geschmack, finde ich trotzdem auch gut. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt für den Preis nochmal kaufen. Ich glaube, einmal zum Testen reicht. Wer gerne auf Gemüse steht, kann ja voll zugreifen. Ich würde aber lieber nochmal die Rindersalami kaufen. Aber allgemein, keine Ahnung, bin ich immer noch der Ja-Edelsalami treu. Dreierpack, zack, fertig, noch ein paar Jalapenos drauf, immer noch mein Favorit. Aber gute Pizza, finde ich gut, dass ich die gefunden habe. Frage natürlich wieder an euch, habt ihr die schon gesehen? Habt ihr die schon mal getestet? Was denkt ihr noch, welche Sorten kann es noch geben? Ich habe jetzt gesehen, da stand neu dran. Ich habe auch noch keinen anderen gehört, der davon geredet hat. Deswegen, mir schmecken die, muss man nochmal dazu sagen. Mal gucken, vielleicht kann ich die Mama gleich nochmal reinschneiden. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, Mudadir, wenn du schon mal da bist und gerade Pizza isst und mit bewerten kannst und Eindrücke schildern kannst, dann kann ich dich ja jetzt auch zu dem Stück fragen, weil das ist ja jetzt die Chicken, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, genau, die Chicken Hollandaise ist das, so. Und du hast gerade gesagt, der Rand, was ist mit dem Rand? Also der Rand ist mir da zu hart. Der ist wirklich, der ist härter als der vorhin, da kann ich nicht so gut reinbeißen, habe ich Angst. Ich finde jetzt nicht, dass ich die Pizza anders gemacht habe als die andere. Ich habe aber den Eindruck, dass da einfach der Rand generell etwas dicker ist als bei der anderen und deswegen einfach da auch mehr Rand dran ist. So, was ich besonders lustig finde, dass du gerade gefragt hast, was das Rote da ist. Und dann habe ich dir gesagt, es ist Hühnchen und dann hast du gesagt, was, ist das Fleisch sein? Ja, das stimmt. Als Fleisch hätte ich das jetzt nicht geschmeckt. Also ich hätte gedacht, das ist vielleicht Tomate oder irgendwas. Oder Tomate oder Kürbis. Oder Kürbis, genau. Oder so, aber... Ich habe jetzt nicht diesen Fleischgeschmack, also diesen Hähnchengeschmack habe ich jetzt eigentlich nicht. Jo, das ist mir auch aufgefallen, dass du kannst du dem Vegetarier hinstellen, der isst die und denkt, das ist Tofu oder was anderes, aber der würde das jetzt nicht direkt als Fleisch deklarieren und sagen, oh. Deswegen, aber trotzdem, wenn du jetzt das als Gemüsepizza nimmst, was findest du dann jetzt besser? Findest du jetzt lieber die Rindersalami oder die? Also ich würde ja die hier bevorzugen eigentlich doch. Weil die nicht so fettig ist. Ja, die ist aber trotzdem ein bisschen feuchter. Feuchter? Feucht? Ja. Weil der Spinat durch den Spinat steht und tropft. Durch den Spinat halt und ja. Die ist ja trotzdem würzig und würzig, die hat würzig. Viel Geschmack. Ist ja nicht so, dass sie nach nichts schmeckt. Deswegen. Und Hähnchen hat ja eigentlich nicht wirklich Geschmack, aber selbst wenn das Hähnchen nicht drauf wäre, irgendwie schmeckt die auch einfach so. Doch, die schmeckt so besser als die andere. Deswegen denkt man, vegetarische Pizzen können nichts, aber wenn man mal die vegetarische schmeckt sehr gut. Nimmt, die schmecken auch manchmal. Also wenn, dann würde ich lieber die nehmen als die andere. Weil ist die vielleicht andere, auch durch die Sauce und die Base. Andere mit der Salami ist halt, ja, das war ja mehr so kräutermäßig. Ist dir zu männlich, genau, die Salami. Salami war ja so kräuter drauf. Lieber die Spinatpizza so. Für die Damen, genau.
Ja, doch, die ist besser und die ist bestimmt auch gesünder, sag ich mal so. Aber an sich haben beide trotzdem gut geschmeckt. Ja. Bist positiv überrascht, es gab schon viel Schlimmeres. So, wunderbar, dann Dankeschön. Wieder 10 Sterne, guck, 1, 2, 3, 4, 5 und der Rest. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe jetzt auch wieder den Effekt gehabt. Ich habe eben nochmal in das zweite Stück gebissen, was schon ein bisschen abgekühlt war im Gegensatz zum ersten. Und da war das nochmal viel wuchtiger, hat viel mehr Geschmack gehabt. Und war nochmal eine ganz andere Geschmacksexplosion, als wenn du in die kochend heiße Pizza reinbeißt, dann merkst du ein bisschen was, aber ist meistens zu heiß, deswegen, ich esse es immer gern, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, ich finde, dann hat das ein ganz anderes Aroma, so. Testet ihr die mal, probiert mal aus, wir waren begeistert, wir fanden die gut, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.